Hey Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich den zweiten Energy Drink von Freeway Up. Meines Wissens gibt es nur zwei davon. Ja, der erste war nicht so prickelnd. Gucken wir, was der zweite zu bieten hat. Hat 48 Kilokalorien auf 100 für die Kalorienzähler unter euch. Ist Energy Drink Cranberry. Ja. Und natürlich Pfand. Kostet um die 50 Cent. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Ich habe es geschenkt bekommen. Danke nochmal, mein Freund. Super gemacht. Ja. Habe ich an der Kasse geschenkt bekommen. Vom Lidl. Das gibt es beim Lidl im Übrigen. Ja. Gut. Design, würde ich sagen, gefällt mir gut. Das Design hat was. Also mir persönlich gefällt es. Ist schlicht und einfach. Wie bei dem anderen, nur eine andere Farbe. Finde ich persönlich sehr gut. Guter Wiedererkennungswert. Dann kauft man sowas gerne mal. Dafür gibt es schon mal satte 4 Sterne. Gut, Preis-Leistungs-Verhältnis, da komme ich gleich dazu. Das riecht nach Cranberry. Hier stürmt es total, ey. Ich hoffe, mein Auto wird nicht weggeweht, hey, mein Auto-Studio. Ja, oder es liegt hier ein Astronär oder so irgendwie. Okay. Das riecht intensiv. Ja. Entschuldigung. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, das schmeckt nach Cranberry, aber es hat wieder, wie das andere auch, diesen sauermäßigen Säuregeschmack, ja. Also wer super sauer Sachen mag, der wird das wahrscheinlich gern trinken. Könnte ich mir vorstellen, oder auch nicht. Das schmeckt für meine Begriffe zu sauer, ja. Einfach zu sauer. Da geht der Geschmack völlig bei Flöten. Es schmeckt ganz gut und sowas könnte mich auch nachts wach halten, wenn ich nachts auf Tour bin so. Aber also für einmal testen ist okay, aber ansonsten werde ich es wahrscheinlich nie wieder kaufen. Na? Wenn ihr es anders seht, schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es deswegen kleine 3 Sternchen. So, Entschuldigung. Und Geschmack, für mich das Wichtigste. Also Geschmack kriegt es von mir auch, ja, wohlgemeinte 3 Sterne. Man kann es trinken und es hält einen wach. Es erfrischt auch irgendwo, aber es ist... Ja, meine Zähne knirschen davon, ja. Also das ist wirklich... Es fühlt sich komisch an auf der Zunge oder an den Zähnen. Wie Säure, ja. Ja, ich halte es nochmal in die Kamera. Cranberry. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare rein. Finde ich super gut, ja. Kann man drüber schwätzen. Ja. Okay, das war's wieder für heute. Ein kleines Like wäre nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Wie ihr seht, ich teste echt alles durch. Also, na. Als dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.